Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir sprechen mal mit unserem... Hey, kann ich helfen? Weißt du, wird das Gutes für mich? Ja, guck mal hier. Cool. Dankeschön. Hast du noch Ausrüstung? Ich spiele gern den Packesel für dich. Dankeschön, sehr freundlich. Du hast nichts, was ich brauchen kann. Danke, das war's schon. Bis dann. Tschüss. Hey, du. Klar, ich habe Zeit. Hast du was für mich? Ja, habe ich. Dankeschön. Hier. Ein Sandwich, der kriegt mir was zu fressen. Okay. Von ihm bekommen wir was zu fressen. Schieß los. Hast du noch Ausrüstung? Nur zu, wir haben ja Zeit, um ein bisschen umzuräumen. Ja, du hast nichts. Okay, gut. Darf ich dir was Persönliches fragen? Bitte, sprich weiter. Das war's schon. Gut, okay. Hab schon alles gut. Besprochen. Okay. Ich hatte ja letztens das Schiff umbauen müssen. Hui. Hab ich hier irgendwas Wichtiges verändert? Nee, hab ich nicht. Ach ja, doch. Hab ich. Genau das Ding hier. Genau. Du siehst so grandios aus wie immer, Captain. Danke. Du auch. Bin aber wieder weg. Tschüss. Gut. Dann wollen wir losfliegen. Wir... Entkoppeln abgeschlossen. Danke. Wir werden jetzt nach Bangkok fliegen. Okay, wir fliegen nach Bangkok. Aber auch nicht. Nein, das heißt Benok, ich weiß. Okay. Können wir noch nicht hinfliegen, so einfach. Da können wir nicht einfach so hinfliegen. Dann springen wir halt erstmal dahin. Let's go! Das freut mich. Gibt's... Oh, da gibt's was. Da fliegen wir doch mal hin, komm. Ist immer neugierig. Wir brauchen außerdem noch ein paar Abschüsse, damit wir unser Schiff endlich mal verbessern können. Damit wir endlich mal ein besseres Schiff zusammenbasteln können. Sag mir, was das Problem ist. Tut mir leid. Wir reparieren gerade einen Kaskadensystemausfall. Aber wir bringen alles wieder in Betrieb. Wir brauchen keine Hilfe. Das ist seltsam. Ihr braucht doch keine Hilfe mehr. Okay. Klingt nicht, als ob du dir sicher bist. Ihr habt eindeutig den Captain getötet. Dafür büßt ihr. Was ist mit dem Captain? Captain? Der hat sich hingelegt. Ja, genau. Er war sehr verärgert über die ganzen Schäden am Schiff. Und er war nicht der Captain. Das bin ich. Das klingt nicht, als ob du dir sicher bist. Keine Ahnung, wovon du redest. Schilde sind oben. Gut, dranbleiben. Hier ist alles in Ordnung. Flieg einfach weiter.
Seid ihr von der Crimson Fleet oder Spacer? Spacer? Nö. Nur ein Händler, der ganz normalen Händlerscheiß macht. Verarscht mich nicht. Keine Ahnung, wovon du redest. Waffensysteme. Status? Arbeite dran. Sorry, du weißt ja, wie das ist. Wenn die Systeme ausgefallen sind, krieg ich Gänsehaut. Mhm. Ich hab den also voll. Den mach ich für euch. Das Ziel hat seinen Antrieb wieder. Schade. Ob man das auch anders hätte machen können? Wer weiß. Werden wir nie erfahren. Gut, die sind weg. Ja, die gibt's nicht mehr. Okay, dann springen wir mal weiter. Und let's go. Ich bräuchte, das ist... Das mit dem Schießen habe ich noch nicht so richtig. Schalte auf Standardantrieb. Ich würde ja gerne. Kolonist. Rufe unbekanntes Schiff. Hier sind Kolonisten in Not. Wir können wir. Oh, vielen Dank. Das letzte Schiff ist hergesprungen und dann wieder verschwunden, ohne auch nur zu grüßen. Wir sind von der Liss und wollen zu unserem neuen Zuhause. Aber unser Grafantrieb ist, naja, ziemlich alt und hat wohl den Geist aufgegeben. Okay. Ihr seid also in diesem System gestrandet. Klingt, als würdet ihr in der Klemme stecken. Irgendwas sagt mir, dass ihr mich gleich um Hilfe fragen wollt. Was ist die Liste? Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Ja, okay. Sie hat uns beim Finden eines neuen Zuhauses geholfen und uns ausgestattet. Aber hier draußen ist man auf sich allein gestellt. Ja. Also seid ihr gestrandet. Und unser neues Leben ist nur 2 Sprünge entfernt. Wir haben eine Werkbank hier, aber wir brauchen Eisen. Und zwar jede Menge. Dann müssten wir einige Reparaturen durchführen können. Hast du welches? Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist. Ich hab ein bisschen was für euch. Das müsste reichen. Danke. Und das hier dürfte nicht nur für das Eisen reichen. Hoffentlich geht es bald weiter. Ja. Gut. So. Oha, hier sind noch mehr. Feindliche Aktivitäten, Notruf. Okay. Repair and go. Da ist ein Notruf. Dann fliegen wir zum Notruf. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir müssen niemanden bekämpfen. Ja, unser Schiff ist nämlich ziemlich träge. Lucky Lou. Warum ist unser Antrieb so? Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Wir docken mal an.
Luken beim Andocken perfekt aneinander schmiegen. Ein Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Hey, du. Du willst nicht auf uns schießen, oder? Ist da draußen jemand? Wollt ihr jetzt die zweite Runde? Was zum... Wer zur Hölle bist du? Ich schaue mir hier einfach nur die Gegend an. Habe ich was verpasst, oder wieso stellst du hier irgendwelche Fragen? Hast du etwa Solomon... Clue? Erwartet? Keine Ahnung. Gehen gestrandete Spacer mittlerweile als Touristenattraktion durch, hä? Ja. Ich bin übrigens Betty, Kopfgeldjägerin. Zumindest bis Lucky Lou hier geschrottet wurde. Jetzt bin ich eine ganz einfache, totgeweihte Frau. Falls ich hier nicht wegkomme, bin ich am Arsch. Falls du jemanden kennst, der eine Abrissexpertin mit nervösem Abzugsfinger sucht, schick ihn gerne vorbei. Ich könnte noch jemanden mit einer Waffe an meiner Seite gebrauchen, falls du Interesse hast. Ich würde dich ja bei mir mitfliegen lassen, aber mein Schiff ist voll. Wie bist du hier draußen gestrandet? Sehe ich aus wie deine Saufkumpanin? Ja. Ich schütte dir doch nicht einfach so mein Herz aus. Ein Geschäft ist scheiße gelaufen. Mehr sag ich dazu nicht. Okay. Ich könnte noch jemanden gebrauchen. Das läuft. Aber ich brauche irgendeine Entschädigung. Gib mir doch ein Reparaturkit für mein Schiff. Dann bin ich in deiner Crew. Meine Dienste sind auch kostenlos, weil du mir den Arsch rettest. Ja, okay. Können wir machen. Danke. Ohne dich wäre ich bald Weltraumstaub. Crew kann... gelandetem Schiff überall zugewiesen werden. Habe ich das Schiff auch bekommen? Weil es ist ja eigentlich ihr Schiff. Ja. Naja, egal. So, das ist... nicht zugewiesen. Hier ist er. So. Schiff kann ich wahrscheinlich niemandem mehr zuweisen. Aber ich würde sehr gern... Ich kann nicht. Hey, wieso kann ich denn nicht? Ja, ich würde es ja gerne zuweisen. Okay. Hä? Irgendwie habe ich das gerade nicht so. Das musst du nicht zweimal sagen. Ich bin raus. Hä? Wie? Du bist raus? Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Du alte Blechbüchse. Ich lass dich abholen, wenn ich am Hafen bin. Ja, mach das mal. Das wäre Diebstahl, das machen wir nicht. Nachgucken kann man ja. Die Dreher hat's auch ein paar. Nee, die will ich nicht. Okay. Dann. Warte mal, jetzt will ich mal gucken. Nein, da will ich nicht hin. Und zwar. Was ist hier? Achso, das ist das. Ja, okay, speichern. Da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte eigentlich... Das ist
Inventar. Piratenschiff. Für Piratenschiff kommt man auf Crew. Genau. Aber ich kann dir nicht zuweisen. Nee, vielleicht müssen wir abdocken und dann geht's vielleicht. Schiff ist abgedockt. Aktiviere Antrieb. Jetzt will ich mal was gucken. Ist die jetzt bei uns im Schiff? Ja. Nicht du. Nicht. Zumindest nicht hier. Doch, da ist er. Mein Zeigefinger fängt schon an zu zucken. Ich mag es gar nicht, so lange untätig rumzusitzen. Kann ich dir was Persönliches fragen? Mach schnell. Ich stehe nicht so auf Smalltalk. Ist okay. Endlich. Okay, also die ist jetzt hier. Wo es nicht zugewiesen ist, sieht im Schiff. Aber gut. Ist ja wurscht. Hm? So, dann machen wir zum Notruf. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt... Wo ist denn das Schiff? Ist das noch hier irgendwo? Ist das da vorne? Das ist wahrscheinlich nichts. Okay. Hey, jetzt ist aber die Lucky Lou doch hier. Haben wir gespeichert? Ich speichere mal schnell. Wir docken nochmal an und ich setze mich mal auf den Sitz. Das ist ja unsere. Das ist ja bei uns registriert, oder? Theoretisch ja. Luke entriegelt. Weil ich lasse ungerne Schiffe der hier rumliegen. Der Raum dieses Schiffs gibt mir Geborgenheit. Das hier. Das gibt dir Geborgenheit. Okay. Jeder zu seinen Febel. Du bist nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen. Okay, ich darf das gar nicht. Das war ja einfach. Man muss es ja mal ausprobiert haben, ne? Nicht, dass es dann wieder... Warum hast du es nicht ausprobiert? Das Schiff ist funktioniert. Zack, einmal zurück. Sensorenkontakt. Feindliche Aktivität. Jetzt fliegen wir erstmal da rein. Los geht's. Let's go. Gucken, ob wir es nicht nur schaffen. Was? Ja, genau! Ja, ich wollte mich fotografieren, genau. Ich weiß nicht wieso, aber ist okay. Hä? Wieso geht denn das nicht? Hä?
kann ich mich jetzt wieder nicht mehr reparieren? Ey, ich raff dieses Spiel nicht. Wieso kann ich mich jetzt wieder nicht mehr reparieren? Ey, ich krieg's kurz nicht. Im Schiffsinventar sind... Wenn wir unter Hilfe gehen... Oder hat sie jetzt alle Schiffsteile bekommen? Schiffsteile. 13 Stück. Verstehe ich nicht. Bei mir im Inventar habe ich auch noch welche, oder? Warte. Schiffsteile. 5 Stück. Genau. Ich verstehe es halt nicht. Wieso? Jetzt gehen wir mal so rein. Mal gucken, ob es dann geht. Wo sind sie? Schiffsteile. Was? Nein, ich will verwenden. Nicht abwerfen. Kann ich mich nicht mehr reparieren? Warum darf ich mich jetzt nicht mehr reparieren? Kann mir das mal einer erklären? Volltreffer auf den Grafantrieb. Er ist offline. Ja, aber warum? Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Ich habe die Teile im Inventar, ich habe die Teile im Schiff. Ich darf mich nicht reparieren. Ich weiß nicht warum. Können wir das hier nachlesen? Bestimmt, oder? So, Schiff starten, landen. Schiffreparatur. Schiff kann 3 verschiedene Arten von erleiden. EM-Schaden, System-Schaden, Hüllenschaden. Der nicht von den Schilden absorbiert wird, beschädigt die Hülle. Blablabla, bla, bla. Keine Hülle. Fällt explodiertes Schiff und du schiffst. Du kannst einen Schiffswartungstechniker aufsuchen, um dein Schiff zu reparieren. Relativ kannst du auch Schiffsteile sammeln, mit denen du einen Teil deiner Hülle wiederherstellen kannst. Dieser Item belegt aber Platz in deinem Frachtraum. Ja, den habe ich ja da, ist ja kein Problem. Du kannst Schiffsteile entweder im Schiffsmenü verwenden oder O drücken, um dein Schiff nebenbei zu reparieren. Funktioniert aber nicht. Warum funktioniert das nicht? Im Schiffsmenü. So, im Schiffsmenü. Wo ist denn hier das scheiß Schiffsmenü? Hier. Ich probier's jetzt noch einmal. Und dann weiß ich nicht, was ich...
jetzt darf ich reparieren. Unser Grafantrieb ist hinüber. Aber jetzt geht's wieder nicht. Jetzt geht's. Ich weiß nicht warum, aber jetzt geht's auch einfach. Sehr schön. Quatsch. Hä? Wo sind sie? Schon locken. Grafantrieb des Ziels ist deaktiviert. Tut mir echt leid, Leute. Oh, jetzt haben sie keine Schilde mehr. Der ist auch weg. Wo ist der letzte? Da ist er. Gemacht. Endlich, ey, das hat ja lange genug gedauert, mal. Der Nachsprung ist wiederhergestellt. So, wir müssen uns auf jeden Fall reparieren in der nächsten Station. Credits dabei gehabt, okay. So. Da. Schiffsteile wären nicht schlecht gewesen, aber gut. Man will ja nicht meckern, ne? Gut, die sind da unten. Das ist fertig. Repair and Go. Dann gucken wir da mal in der nächsten Folge rein. Bei Repair and Go. Gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch noch eine schöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunrock. Bye, bye.